Wir haben auf diesem Kanal immer wieder festgestellt, dass die Natur nicht nur funktionale Strukturen offenbart, sondern oft auch tiefgreifende Schönheit und Ästhetik. Dieses Zusammenspiel von Ordnung und Anmut zieht sich durch mikroskopische Welten, ebenso wie durch die Weiten des Kosmos. Eine weitere faszinierende Idee, die diese Verbindung von Wissenschaft und Schönheit aufgreift, ist die Vorstellung der Sphärenharmonie. Der Gedanke, dass selbst die Bewegungen der scheinbar zufällig entstandenen Himmelskörper einer verborgenen Ordnung folgen. Auch wenn es dazu verschiedene Positionen gibt, schauen wir uns an, was es damit auf sich hat. Die Planeten fliegen nicht einfach willkürlich im Weltall herum. Die erste Erkenntnis: Sie befinden sich auf einer Ebene. Jeder Planet umkreist in einer elliptischen Bahn die Sonne mit einer eigenen Geschwindigkeit und rotiert dabei selbst um die eigene Achse mit einer eigenen Rotationsgeschwindigkeit. Die Erde rotiert in 24 Stunden einmal um die eigene Achse und umkreist die Sonne in rund 365 Tagen. Um die Unterschiedlichkeit zu verdeutlichen, ein Beispiel mit der Venus. Ein Venusjahr, das heißt eine Umlaufzeit um die Sonne, dauert ca. 225 Erdtage. Ein Venustag, also eine Rotation um die eigene Achse, ca. 243 Erdtage. Ein Sonnentag, das heißt ein Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang, ca. 117 Erdtage. Warum ein Sonnentag nicht gleich ein Venustag ist, wie bei der Erde, hängt mit der Rotation und dem Kreisen um die Sonne zusammen. Wir sehen also, dass es sehr unterschiedlich sein kann zu dem, was wir auf der Erde kennen. Der Begriff Sphärenharmonie ist überhaupt nicht neu und geht zurück bis auf 570 vor Christus zu Pythagoras. Er glaubte an eine besondere Ordnung im Kosmos, ausgehend von seiner Faszination zu den schönen Zahlenverhältnissen, die in harmonischen Klängen zu finden sind. Zum Beispiel, du schlägst eine ganze Saite an und es erklingt der Grundton 220 Hertz. Halbierst du die Saiten, schwingt sie mit 440 Hertz, also im Verhältnis 1 zu 2. Das ist in der Musik genau eine Oktave höher und klingt harmonisch zueinander. Im Verhältnis 3 zu 2 hören wir beispielsweise eine Quinte, ein grundlegendes Intervall in der Musik. Warum harmonieren also Zahlenverhältnisse im Endeffekt mit unserem Gehirn, das einen Klang als wohlklingend definiert? Mit dieser Information ist es nochmal interessant, sich zu überlegen, welche Einflüsse dieser Wohlklang auf unser Gehirn haben könnte. Die Kernbehauptung ist, die Ästhetik der Welt ist scheinbar irgendwie mit unserem Dasein verwoben. Ausgehend davon war Pythagoras der Meinung, dass auch Himmelskörper einer gewissen Harmonie unterliegen. Johannes Kepler im 17. Jahrhundert war dann derjenige, der das Ganze auf eine wissenschaftliche Ebene stellte. Als Entdecker der Planetengesetze untersuchte er, ob es wirklich eine solche Harmonie gibt. Er entdeckte, dass die Bahnen in Wirklichkeit Ellipsen sind und untersuchte die Geschwindigkeitsverhältnisse nach Harmonie. Für seine Entdeckung der Planetengesetze ist er anerkannt, aber bei der Sphärenharmonie ist man noch kritisch. Er sah in der Schöpfung viel mehr als nur die trockenen Gesetze der Physik. Aber hatte er recht? Heute können wir mit unseren technischen Mitteln das Ganze wieder auf eine neue Stufe stellen, so der Forscher Hartmut Warm. Er hat nämlich mit Hilfe von Computersimulationen versucht, diese Harmonie zu veranschaulichen. Dies tat er in seinem Buch Die Signatur der Sphären. Er vergleicht beispielsweise die Erde mit der Venus und schaut sich die sogenannten Konjunktionen an. Das sind die Punkte, an denen die Sonne mit diesen beiden Planeten in einer Linie steht und den kürzestmöglichen Abstand zueinander haben. Diese Konjunktionen im Zeitverlauf werden nun miteinander verbunden. Nach 8 Jahren, bis diese Konjunktion wieder genau an derselben Stelle auftritt, entstehen insgesamt 5 Konjunktionen, die dann miteinander verbunden ein Pentagramm ergeben. Nach 8 Jahren beginnt mit einer kleinen Abweichung das Muster von vorn. Aufgrund dieser kleinen Abweichung von 2 Tagen entsteht es nicht exakt an derselben Stelle, sondern leicht verschoben. Mit anderen Worten, es gibt noch einen übergeordneten Rhythmus. Jetzt kann man sich noch das Pentagramm als einziges Objekt anschauen. Es dreht sich auch einmal um sich selbst, was über 1000 Jahre dauert.
Und hier offenbart sich wohl ein generell wichtiges Konzept, und zwar, dass man beispielsweise mithilfe des Zeitverlaufs sich übergeordnete Prozesse anschauen kann, um weitere Zusammenhänge zu enthüllen. Wenn jemand nur die molekulare Zusammensetzung von Wasser kennen würde, würde dies noch lange nicht heißen, dass er weiß, was Wasser wirklich ist. Weiterhin zeichnet er alle paar Tage sozusagen eine Gerade zwischen den beiden Planeten. Schaut, welch ein Muster durch dieses Vorgehen entsteht. Dieses Muster entsteht, wenn er eine Verbindungslinie zwischen Venus und Erde zieht, jedes Mal, wenn ein Venustag vergeht, also in 117 Tagen. Schaut man sich Jupiter und Uranus an und trägt wieder die Geraden zwischen ihnen ein, betrachtet dabei auch wieder die Konjunktion wie bei unserem ersten Beispiel, also die Punkte mit dem kürzesten Abstand, und verbindet diese miteinander, entsteht ein Hexagon. Wiederholen sich die grundlegendsten Figuren auch im Makrokosmos? Hartmut Warm betrachtet auch drei Planeten auf einmal. Er nimmt beispielsweise zum Jupiter und Uranus noch den Mars dazu. In den Momenten der Konjunktion zwischen Mars und Jupiter zeichnet er eine Gerade zwischen Jupiter und Uranus. Dieses Mal entsteht erst nach etwa 1000 Jahren eine schöne Figur. Hier das Bild vom Mars aus Venus-zentrierter Sicht, bei Venus-Neptun-Konjunktion. Und hier Mars aus Venus-zentrierter Sicht bei Venus-Erde-Konjunktion. Erde aus Venus-zentrierter Sicht im Zusammenspiel mit Pluto. Ihr seht, dass die verschiedensten Konstellationen von Parametern gewählt wurden. Was machen wir nun mit dieser Entdeckung? Hat dieser Bereich nicht Potenzial? Es wird sehr selten darüber geredet. Funktioniert es in anderen Sonnensystemen auch? Jede Figur, jede Zahlenverbindung, das ganze System der Harmonie und des Umlaufs der Gestirne muss demjenigen, welcher auf die rechte Weise darüber belehrt wird, als ein einziges und gemeinsames großes Ganzes erscheinen. Und es wird ihm so erscheinen, wofern er, dieser Anleitung folgend, dieses eine beständig als sein Ziel im Auge behält. Denn jedem aufmerksamen Beobachter wird es einleuchten, dass ein natürliches Band all diese Gegenstände umschlingt. Platon. Existiert ein solches gemeinsames Band? Hartmut Warm beschreibt in seiner Sphärenharmonie scheinbar harmonische Muster in den Bewegungen der Planeten und deutet diese als Ausdruck einer tieferen kosmischen Ordnung. Seine Berechnungen und Darstellungen sind zwar mathematisch korrekt, stoßen jedoch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf Kritik. Zentraler Vorwurf ist die selektive Datenauswahl, das sogenannte Cherry-Picking. Es werden nur jene Planetenverhältnisse und Zeiträume betrachtet, die besonders ästhetische Muster ergeben. Zudem wird bemängelt, dass seine Theorie keine empirisch überprüfbaren Vorhersagen macht, ein grundlegendes Kriterium wissenschaftlicher Modelle. Auch die ästhetische Bewertung der Muster sei subjektiv und kulturell geprägt, auch wenn sie an grundlegende Formen erinnern. Einige Fachleute sehen in Warms Arbeit eher ein philosophisch-esoterisches Deutungsmodell als eine naturwissenschaftliche Theorie. Trotz der faszinierenden Bilder bleibt seine Interpretation damit umstritten. Ich fühle mich von einer unaussprechlichen Verzückung ergriffen, ob des göttlichen Schauspiels der himmlischen Harmonie. Denn wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister, der Ordnung und Regel gemäß an die Grundlegung der Welt herangetreten ist. Johannes Kepler. Was treibt einen Forscher an, zu forschen? Jemand, der motiviert daran ist, die Schöpfung zu sehen, wird sie überall sehen. Hartmut Warm hat wohl sehr interessante Zusammenhänge gefunden. Die Interpretation liegt wie immer im Auge des Betrachters.